Österreichs originellstes Gasthaus, der Kleinsasserhof in Spital an der Drau, wurde am Wochenende zum 2-Minuten-2-Millionen-Hotspot. Zahlreiche Startup-Unternehmer aus der Puls4-Sendung kamen zusammen, um gemeinsam über ihre Entwicklung als auch ihre Probleme zu sprechen. Wir sind jetzt zusammen seit, glaube ich, 8 Stunden oder 9 Stunden und der Austausch innerhalb der Startups ist also eine ganz eine spannende Geschichte, auch der Austausch der Startups mit uns als Investoren, die uns also durchaus dann sagen, ja, vielen Dank, aber wir hätten jetzt gerne eigentlich was ganz Besonderes braucht von euch. Die Startup-Unternehmer wollen ihren Traum vom eigenen Produkt real machen. Mit Geld von Investorenseite ist es da meist noch nicht getan. Die jungen Firmen brauchen eine führende Hand, die ihnen bei Bedarf unter die Arme greift. Wenn du heute als Investor dich in einem jungen Unternehmen beteiligst, dann übernimmst du auch Verantwortung für dieses Unternehmen. Geld ist nicht das Thema, es ist die Begleitung eines Teams, einer Familie und das spüre ich heute ganz konkret und das macht mir eigentlich unheimlich viel Freude, weil das bestätigt eigentlich meinen Zugang zu dem Thema. Ein weiterer Aspekt der Investortätigkeit ist die Funktion als sogenannter Door-Opener. Als kleines Unternehmen hat man oft nicht die Gelegenheit, mit den Big Playern der Branche in Kontakt zu treten. Ein erfahrener Investor im Hintergrund erleichtert diese Zugänge erheblich und steigert gleichzeitig das Vertrauen in das Startup. Natürlich hat er ein Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann. Wir haben auch ein Meeting bei ihm im Büro gehabt, wo wir Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten wollten, uns dort getroffen haben, wo er sich auch ganz klar committed hat zu unserem Produkt und ja, uns auch die Rückendeckung gibt, dass wir das Projekt gemeinsam groß machen und ausbauen. Zum Großwerden eines Unternehmens gehört auch sein Auftritt nach außen. Eine Website ist für jedes Unternehmen im 21. Jahrhundert Pflicht. Ebenso wie das Thema Social Media, sprich Facebook, Instagram und Co. Wir leben in einer globalisierten Welt. Das heißt, alles ist vernetzt, alles wird immer schneller. Lokale Unternehmen können quasi das Internet nutzen und dort natürlich auch diverse Social Media Kanäle nutzen, um quasi ganz, ganz neue Kunden zu finden, ganz, ganz neue Kunden anzusprechen. Ja. Natürlich ist Social Media ein Ding, was man jetzt nicht, wie soll ich sagen, der Assistentin aufs Auge drückt, ja, und die macht das dann und das funktioniert dann und bringt dann auch was. Dem ist nicht so. Ja. Es ist schon verbunden mit sehr viel Arbeit, Herzblut und Hirnschmalz. Ja.